4 Wochen haben wir das Bienenvolk installiert und seitdem sind wir immer alle 7 Tage hier vor Ort und prüfen, ob das Volk gesund ist und machen gleichzeitig die Schwarmkontrolle. Das heißt, wir schauen nach, ob die Königin genügend Eier legt, ob sie auch noch da ist, ob vielleicht sich Schwarmzellen gebildet haben, die wir brechen müssen, ja, und ob genügend Brut mit im Brutraum ist. Also im oberen Raum auf jeden Fall schon die Honigschwaben ausgebaut und etwas Nektar eingetragen. Ich würde mal sagen, ca. 80% gefüllt, aber noch nicht verdeckelt. Was bedeutet, ja, dass er noch nicht erntereif ist. Honigraum. Wie man sieht, ist der schon ordentlich befüllt. Also auch in den äußeren Raum ist schon ordentlich Nektar drin. Also ich denke mal so 500, 800 Gramm Nektar ist schon eingetragen worden. Schauen, wie es dem Volk geht im Brutraum. So, hier ist unser Brutraum. Das ist die Drohne, die ist etwas größer, die männliche Biene. Und das sind natürlich die Arbeiterbienen. Das kann man auch sehen, das ist ganz schön. Zwei Drohnen nebeneinander. Wir werden da nichts anderes tun, außer zu fressen. So. Hier sehen wir Maden, die sind ca. 5 Tage alt. Genau hingeschaut. Und hier in den Waben. So, hier haben wir die Königin. Das ist uns wichtig zu sehen, dass wir die Königin entdeckt haben. Das heißt, das Volk möchte also aktuell auch nicht schwärmen oder ist nicht geschwärmt, weil die Königin natürlich noch drin ist. Die legt fleißig Eier. Hier hat die Königin Eier reingelegt. Man sieht sie nur in der Sonne etwas schimmern, weil die sich schon in den Boden reinlegen. Das ist uns wichtig. Sie ist also in der Eiablage, hat die Brut nicht eingestellt oder die Eiablage nicht eingestellt, was dafür sorgt, dass immer wieder frische Bienen heranwachsen. Sozusagen 21 Tage dauert das ganze Prozess. Und dann lebt die Biene 40 Tage zum Schnitt, je nachdem, was sie leistet. So. Und dann durchläuft sie verschiedene Arbeitsstadien. Als erstes ist sie eine Amenbiene, füttert also andere Bienen. Dann wird sie zur Wächterbiene, darf das Flugloch bewachen, dass keine anderen Bienen oder anderen Tiere reindringen. Vorher wird sie noch Baubiene und zum Schluss wird sie Flugbiene und kann Honig sammeln gehen. So, ich bin der Meinung, dass die Bienen genügend Honig eingetragen haben und ich würde schon den dritten Honigraum aufsetzen, denn das Wetter soll schön bleiben und das ist für die Bienen natürlich sehr gut, weil sie sehr viel Honig sammeln wird und dafür braucht sie Platz und darum werde ich jetzt den dritten Honigraum aufsetzen. Hier ist er. Und wir haben der Biene eine kleine Hilfestellung gegeben. Normalerweise würde die Biene das ja selber ausbauen. Ihr habt das vorhin bei dem Baurahmen gesehen. Und alles Mögliche wahrscheinlich einlagern, auch Brut. Aber durch das Getrenntes mit dem Gitter kommt natürlich die Königin nicht hoch.
Deswegen gibt es ja keine Eianlage, sondern nur Nektareinlage. Wir haben hier schon eine Wachsplatte eingelötet, wo auch die Zelle so ein bisschen vorgegeben ist. Und an diesem Rahmen wird die Biene dann entsprechend die Zelle bilden, damit der Honig sich einlagern lässt. Wir sparen halt ein bisschen Arbeit damit, ne, damit halt sie mehr Zeit und Energie zum Honig und zum Nektar sammeln.